Ja, Quotenmeter blickt da auf das Jahr 2022 zurück. Das ist der späteste Jahresrückblick, den es vielleicht in den Medien gibt. Damit recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe. Ich glaube Folge 700 oder 800 oder 900. Jedenfalls habe ich jemand Neues an meiner Seite. Übrigens ist das nicht so, dass die Leute mir immer wegsterben, wie es beim Fernsehen so immer der Fall ist, sondern wir wechseln immer mal ein bisschen durch mit neuen interessanten Gesichtern. Und hier haben wir den René Günther. Hi Fabian, wie geht's? Ja, recht gut. Also ich bin noch nicht krank. Corona erst zweimal dieses Jahr gehabt, also von daher alles recht gut. Ich habe es noch gar nicht gehabt. Ich bin verschont geblieben. Ich habe es mir aufgehoben dann wahrscheinlich für 23. Für 23 und dann, da habe ich selber eine ganz, ganz traurige Geschichte von einem Kumpel. Dessen Vater kam tatsächlich morgens am 24. ins Krankenhaus und abends ist noch sein Vater verstorben. Oh, das ist aber, ja, ist blöd. Das sind so die Geschichten, wo du denkst, nicht mal einen ganz, ganz schlechten Film und das wünschst du eigentlich niemanden. Nee, das ist schon richtig sozusagen. Ich hoffe, das wird mir nicht passieren dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ja, du bist ja eigentlich noch relativ gesund, von daher brauche ich mir bei dir erstmal keine Angst zu machen. Du rennst wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit in Pflegeheime rein und raus. Nein. Genau. Wir wollen heute ein bisschen zurückblicken. Du bist ja ein alter Hase, aber wir wollen auf nicht so alte Themen zurückblicken. Und zwar, wenn wir nochmal in das Jahr starten, 2022. Da war ja unser guter Freund, oder du wohnst ja in Köln, ich in Würzburg in Bayern. Also ich wohne ja eigentlich fast auf dem Schoß von Ministerpräsident Markus Söder. Und der hat in der Winterpause letztes Jahr einfach mal gesagt, okay, es läuft einfach nichts im Fernsehen. Naja, gehe ich zum Doppelpass und erzähle, dass Bayern das geilste Land ist und Corona so wunderbar eindämmt. Obwohl das ja eigentlich nur daran gelegen hat, dass über Weihnachten überhaupt nicht getestet wurde. Ja, die Zeit war damals doch schon sehr unentspannt, würde ich sagen. Ja, wie sozusagen. Ich glaube, ich habe sogar gesehen. Ich habe es sogar bewusst beim Doppelpass gesehen, sonntags morgens um 11. Irgendwie so nach dem Motto. Ich weiß nicht, wie viel Bier er schon drin hatte beim Frühshoppen. Quasi. Bei Bier ist ja in Bayern gar kein Alkohol, sondern sogenanntes Genussmittel oder Grundnahrungsmittel. Deswegen, ich fand sehr überraschend, was er damals auch gesagt hat zu den ganzen Themen von den Kollegen zu Corona. Von Corona, das war dann schon ein bisschen Wahnsinn, aber es ist natürlich auch, wer kennt die Bilder nicht, irgendwie total Betrunkene liegen auf der Theresienwiese, total verstreut und 20 Mann jagen eigentlich einen, der Cannabis konsumiert. Ist das so? Ich war noch nie auf der Theresienwiese. Ich auch noch nicht. Ich habe Geschichten von Leuten gehört, haben mir gesagt, ja und? Wer will das? Ja, ich kann ich nicht beurteilen sozusagen. Wie gesagt, das kennt man in Köln. Wie gesagt, okay, in Köln gibt es ja auch diese berühmten Feste quasi, so als Nachahmerfeste. Wie gesagt, aber da war ich ehrlich gesagt auch noch nie. Da kann ich gar nicht so wirklich zu sagen. Also man kennt natürlich immer Leute, die da hingefahren sind, auch Jugendorganisationen. In Bayern ist das natürlich, ja, die Junge Union, die hat sowas immer organisiert. Da trifft man sich dann morgens um 4 an der örtlichen Bushaltestelle und dann sammelt ein Bus einfach genügend Ortsvereine ein, damit die dann so um 8.45 Uhr spätestens in München sind. Man hat natürlich dann auch keinen Platz, man muss auch relativ schnell bezahlen. Mir wurde es jetzt auch wieder hier von Bürokollegen, der frisch eingezogen ist, erzählt. Ja, da ist es schon so, dass du bis 11:30 schon mal 2 Maß drin hast. Und dann fährt so ein Bus aber erst wieder abends um 8. Aber kann man nach 2 Maß noch stehen?
Kann man noch zwei Maß noch stehen? Also, wie gesagt, ich weiß nicht, das ist Starkbier. Meine ich ja deswegen. Kann man da noch stehen? Oder gibt es deswegen die Holzbänke, damit man da sitzen kann den ganzen Tag? Ja, aber die haben keine Rückenlehnen. Das ist halt immer das Problem. Ja. Und ganz ehrlich, weißt du, warum ich bei sowas auch nicht hinfahre? Da zahlst du irgendwie 16 Euro für eine Maß und kannst sie noch nicht mal anlehnen. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt in so einem gewissen Alter, 34, wo ich auch in gewisse Restaurants nicht mehr gehe. Man kennt sie, diese größeren Ketten, wo du halt keine Rückenlehne hast beim Burger-Essen, wo ich dann einfach sage, nee, Leute, also jetzt mal wirklich, also der Burger irgendwie 14 Euro, das Getränk 6 Euro und dann kann ich mich nicht mal anlehnen. Da hört es bei mir auf. Die Rückenmuskulatur nimmt ab. Die Rückenmuskulatur nimmt ab und außerdem will man sich, wie gesagt, auch ein bisschen entspannen. Aber Markus Söder war ja, wie gesagt, derjenige, der hier beim Doppelpass seine politischen Sachen rausgehauen hat. Jetzt ist es ja ganz lustig, wenn wir jetzt mal in die Gegenwart springen. Hat er ja eigentlich als einer der ersten in dem öffentlichen Nahverkehr die Einschränkungen abgeschafft, denn es wird in Bayern demnächst gewählt. Wann wird denn gewählt? Also gut, da bin ich jetzt... Im September wird der Landtag neu gewählt. 23. Ja. Ja, ja. Ah, okay, ja, okay. Er muss wieder auf Stimmenfang gehen. Daher, er muss jetzt wieder, aber spätestens bald auf Stimmenfang gehen. Nicht, dass noch irgendeiner putscht und meint, ja, wieso muss denn eigentlich Herr Söder als Ministerpräsident antreten? Also es bringen sich schon alle wieder hier in Stimmung. Achso, ich dachte, er spekuliert schon auf die Kanzlerschaft eigentlich. Also auf 2025. Die kommen ja, danach, ja. War ja auch ein lustiges Spiel Ende letzten Jahres. Oder war das Ende des letzten Jahres? Nee, es war im Sommer 2021. Ja. Dieser obskure Wahlkampf zwischen Laschet und er. Und ja, nee, ihr macht es nicht. Ach, wenn ihr jetzt doch wollt, dann mache ich das. Und dann aber Laschet, nee, will ich jetzt, ich mach's bitte jetzt doch nicht und sowas. Das war dann eigentlich schon recht lustig. Und ja, wie siehst du das denn eigentlich als NRWler? Dass eigentlich immer Bayern so eine riesige Rolle in der Bundespolitik spielt. Ja, es ist das Zünglein an der Waage. Es ist quasi der Königsmacher, doch, oder nicht? Also eher von Gottes Gnaden quasi sozusagen ist. Und Gott ist in dem Sinne wahrscheinlich Herr Söder oder wer auch immer sozusagen. Wir werden es jetzt nächstes Jahr in den nächsten paar Jahren sehen, wenn es dann Herr Merz oder Herr Söder wird. Ja, es ist nur einfach. Es ist nur immer so lustig, auch schon Seehofer eigentlich, beide sind so das Fähnlein im Wind hier in Bayern, die man wirklich, wenn man jetzt nicht gerade in München wohnt, in der Schickeria Hochburg München, dann ist es tatsächlich so, also irgendwie, wenn du sagst irgendwie so, ja, Herr Söder, Herr Seehofer, wir finden Windkraft toll, ja, dann bauen wir Windkraft, aber die Rotoren sind so laut, ja, nee, dann nicht. Und dann sagt er wieder, ja, wir brauchen Strom. Ja, aber wie wäre es denn mit, dass wir einfach Windkraft im Norden bauen und dann eine Leitung bei uns vorbei? Und dann sagen manche, ja, aber nein, die stört. Und dann sagt, ja, nein, da können wir nicht bauen in Bayern. Nee, müssen wir so direkt an der Spitze vielleicht irgendwie in Baden-Württemberg, so an der Grenze von Baden-Württemberg herumbauen. Und du denkst dir dann irgendwann, ja. Ich mache das auch schon ein bisschen mit. Aber da habe ich ja letztens mal einen Beitrag bei den Öffentlich-Rechtlichen gesehen, dass man da, in Dänemark gibt es so Sachen oder in den skandinavischen Ländern, dass man da wirklich Biogas nimmt, also die Abfälle von Kühen sozusagen, und da soll es ja wohl in Bayern, habe ich nun mal gehört, relativ viele von geben, sozusagen, und dass man da relativ viele, viele Haushalte mit Strom versorgen kann über regionale Biogasanlagen, aber dann... Das wird aber nicht richtig gut gefördert. Wir hatten auch jemanden im Freundeskreis, der von seinen... Auch eine traurige Geschichte, oh Gott. Da sind die Eltern verstorben und die haben dann einfach den Bauernhof geerbt und haben den noch jahrelang durchgemacht. Die hatten dann auch so eine Förderung für so einen Bauernhof, aber du musst ja auch nur irgendwie 50% dann irgendwie bauen und dann kriegst du ja trotzdem die Fördermittel und musst es ja gar nicht bis zum Ende wirklich machen. Also da lässt sich ja der Europa und auch der Staat lässt sich da ja auch schon ein bisschen Schmuh machen. Immer höher, weiter und apropos höher und weiter. Ein Thema, was uns jetzt bald wieder ansteht, ist der Dschungel, der zurückgeht.
nach Australien, der allerdings, da die Australier nicht nach Südafrika gegangen sind, hat man das bei ITV ein bisschen umgeändert. Die Briten sind zu Hause geblieben, die Australier sind zu Hause geblieben. Und wo geht der Deutsche hin? Nach Südafrika. Sah alles nicht so toll aus, war ein bisschen dunkel, die Quoten waren auch nicht so toll. Irgendwie hat die Presse dann alles ein bisschen tot geredet, aber eigentlich, dass die Sendung eigentlich so unterm Strich verbraucht ist, dadurch, dass RTL ja eigentlich von Dschungelcamp 10 eigene Konkurrenz-Reality-Formate gebaut hat, da hat die Presse wenig Rücksicht genommen. Ja, wie gesagt, letzter Dschungel ist ehrlich gesagt auch an mir so ein bisschen vorbeigegangen, gebe ich ehrlich zu. Ich habe vom Dschungel, ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat. Ist egal, aber da ging es ja auch um Rassismus, weil Janina Yousefzai, stimmt. Das ist ja die Ex von Dieter Bohlen vor 20 Jahren, die hat zu Linda Norbert der gesagt, oder Linda Norbert, geh doch in den Busch wieder zurück, wo du hingehörst. Stimmt, das, stimmt, das war, mein Gott, ja. Und anders als beim Sommerhaus oder auch bei Promis unter Palmen, können die sich ja nicht auch den ganzen Tag mit nichts tun, vergnügen und eigentlich schon mittags mit dem Biertrinken anfangen. Da gibt's ja kein Bier, oder? Genau. Das wird ja der rationiert. Da werden sie ja, da kriegen sie ja nur Wasser und Brot im Endeffekt. Und ein bisschen Reis. Und zwischendurch noch was anderes. Ja. Vor allem das Geile ist ja, dass RTL ja auch diese Plattitüdenkarte immer noch nach gut 20 Jahren immer noch so spielt. Ja. Also der beim Vorspann, da wird auch immer noch die Hübsche eingeblendet, die genau den gleichen Move macht, während man in Großbritannien und anderen Ländern den Vorspann schon irgendwie 4-mal überarbeitet hat. Ist das so? Ich habe gesagt, ja. In Großbritannien, gesagt, ja. Ich glaube, in Deutschland ist immer noch die Stretch-Limo da, oder? Genau. Genau. Und die künstlichen Palmen. Aber die ist letztes Jahr nicht auf Australien gefallen, sondern auf Afrika. Sonst wäre es ja auch ein bisschen, sonst hätte man ihnen ja geografische Peinlichkeiten vorwerfen können. Ja, aber das Lustige ist ja auch, bei diesem Vorspann hat man ja nichts geändert, bis auf, dass er nicht auf Australien fällt. Also du hättest es eigentlich schon besser auch grafisch darstellen können, aber eigentlich, ähnlich wie bei South Park, ich glaube, man hat das mit Absicht so ein bisschen nach unten gerendert. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es bei TV Total der Rückkehr, das war ja jetzt auch schon 2021, ob man da irgendwie festgestellt hat, dann bei Raab TV irgendwie, es gibt keine SD-Kameras mehr. Rendern wir das nach unten? Nee, das kostet zu viel Arbeitsspeicher. Da muss wieder einer vom PC sitzen, die Spezialeffekte reinmachen. Naja, und sozusagen, ich weiß nicht, ist bei Join, gibt's da die 4K-Variante schon oder gibt's die nur bei RTL Plus? Sozusagen, weil dann müsstest du es ja für die Abonnenten in 4K ausstrahlen. Gibt es in 4K schon irgendwas bei RTL Plus? Nicht? Ich dachte sozusagen, nee. Ich dachte RTL Plus ist da deswegen auch so teuer, weil man manche Sachen 4K sehen kann. Nee, das war Sky. Okay, gut. Nee, und Sky hat auch immer noch, was du anguckst, 2 Minuten Werbung. Also ja, okay, wenn gut. Ich zum Beispiel die neue Folge von White Lotus anschaue, dann weiß ich, dass die um 9 da ist. Das heißt, ich gehe schon um 9 hin, drück drauf, Play. Dann kommt Werbung, dann kommt Reset, dann kommt noch 10-mal Werbung und dann weiß ich irgendwie, wenn ich abends um 18 Uhr heimkomme, so jetzt kann ich beginnen, ohne dass ich jetzt nochmal Werbung angucken muss. Bei Sky gibt's Werbung? Okay. Bei Sky gibt's unfassbar viel Werbung. Also wie bei Netflix jetzt in der Billigvariante. Genau, nur dass es bei Sky keine Billigvariante gibt. Also da zahlst du Werbung mit der teuren Variante. Genau. Auch clever. Also sie haben halt auch viele Serien exklusiv. Netflix nicht? Doch. Doch, aber die sind ja nicht so gut wie, also HBO-Serien sind schon besonders gut. Ja, die haben sich auch aus dem deutschen Markt zurückgezogen. Max, oder? Genau. Max war noch nie im deutschen Markt. Die haben schon immer gesagt,
RTL, ProSieben, Sat.1, Sky, ihr zahlt so gut. Da bauen wir nicht noch ein weiteres Konkurrenznetzwerk auf. Okay. Du siehst, du merkst, ich bin so im Streaming bin ich jetzt nicht so bewandert. Ja. Ich bin eher im Fernsehbereich. Ja, wir kommen gleich wieder zum Fernsehen. Und zwar, was sagst du denn zum Eurovision Song Contest? Wie gesagt, dass sie quasi sozusagen ist, wie gesagt, da habe ich jetzt auch, gebe ich ehrlich zu, ein bisschen was von mitgekriegt, aber sozusagen, sie wollen ja dieses Jahr, oder haben sie dieses Jahr oder nächstes Jahr, wollen sie ja quasi die Halbfinals im Fernsehen abschaffen, oder? Die sonst immer bei One liefen, meine ich. Das weiß ich gar nicht, aber wir hatten ja dieses Jahr irgendwie, jeder war für Electric Callboy mit Pump It, und wen haben wir dann wieder hingeschickt? Ich glaube, irgendein, den Sohn von einem Kollegen, der früher in Sat.1, den Sohn von Ricky. Ja, oder? Der mit Nachnamen Harris heißt. Ja. Der eine der berühmtesten Talkshows. Sozusagen ein Vorgänger von Brit quasi. Ja. Der war, glaub, den haben wir da hingeschickt. Aber ich weiß ja, wie viel der ist er geworden? Letzter? Nee, oder? Nee, doch. Ich muss gerade mal gucken. Ich weiß es selber nicht mehr. Also, wie gesagt, er ist zumindest... Er ist relativ. Er hat einer der letzten Plätze gemacht. Wenn ich sogar, ich glaube sogar. Es war, glaube ich. Ja, Malik Harris. Ja. Mit null Punkten. Also auf der letzte. Muss ja. Null Punkte von der Jury. Das ist auch bitter, wenn du null Punkte von der Jury bekommst. 6 Punkte noch über die Zuschauer und am Ende halt wirklich nur 6 Punkte hast. Ja. Setzen, sagt man da nur. Früher in der Schule. Ja. Die Italiener haben uns 3 gegeben. Und... Warum? Ich guck grad nochmal die genauen Punktevergaben an. Ja. Oder wie war das? Wie kommen die auf 3 Punkte? Genau, damit wir 6 Punkte haben. Wir haben 2 Punkte aus Estland. Okay. 2 aus der Schweiz. Ja, die haben Harris gesehen. Aber also zwei, Vater. 2 aus Estland, 2 aus der Schweiz und 2 aus Italien. Dann sind wir bei 9. Ich habe auch keine Ahnung, wie das jetzt da zusammengestellt wird. Wenn wir jetzt 3 aus Italien haben. Und 3x2 sind bei mir nach Adam Riese. Und ich glaube, ich war so... Ah ne, die 3 gehören nicht dazu. Ich weiß auch nicht, warum da jetzt 3, bei Voting steht nochmal 3. Hä? Ja. Also die Italiener haben uns nichts gegeben. Nee. Aber die Tabelle stimmt doch irgendwie nicht. Irgendwie ist es eine komische Tabelle. Ja, gut. Oder haben wir für uns selber angerufen? Ich glaube, das darfst du nicht, oder? Nee, das geht nicht. Aber warum soll man da sowieso antreten, wenn man wusste ja, dass die Ukraine überhaupt so rabenstark gewinnt? Ja. Aber Herr Raab will es ja nächstes Jahr anders machen alles, oder? Ja. Herr Raab will ja das Konkurrenzprodukt dazu erfinden. Oder hat es erfunden, oder? Den Free ESC, wo es eigentlich bislang ja immer, also ich dachte ja schon, der will den Free Eurovision Song Contest ja so machen, wie man sich den vorstellen konnte. Aber dann war es ja irgendwie so, dass da eigentlich nur Leute aus Deutschland, die eine besondere Herkunft hatten. Und warum da dann jetzt dieses Jahr auch nicht lief, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Hast du das kapiert? Nein. Sozusagen. Aber hat er nicht ihre Revolverheld immer mitgemacht, sozusagen? Das war aber ein Bundesvision Song Contest. Aber so, der Eurovision, der Free ESC 2021, stimmt. Der wurde tatsächlich von Rhea Garvey gewonnen. Der hat nämlich für Irland ist er angetreten. Ach stimmt, das war ja, genau. Und jetzt wollen sie doch nächstes Jahr, wollen sie doch das so machen, wollen sie doch das so hinkriegen, dass irgendwo, ich habe es irgendwo gelesen, dass in verschiedenen Ländern, das hat er. Ja, und dass jedes Land seine Loge irgendwo kriegt in irgendeiner Halle oder so. Und dann von da aus anruft, dass jedes Land da auch moderieren kann oder so. Genau. Ja, wie gesagt, Herr Rosemann ist ja auch durch die
durch Europa gereist, um das vorzustellen und diverse Partner einzukaufen. Ach, deswegen ist er nie in München. Der erinnert mich so ein bisschen Wahrscheinlich. an den guten Kollegen, der von Amazon MGM, der auch dann irgendwie, wo man so hinter vorgehaltener Hand gesagt hat, ja gut, ist kein Wunder, dass MGM Television nichts auf die Reihe bringt, wenn der gute Herr immer nur bei seinen Reality-Shows vor Ort ist. Oder wie gesagt, oder er hat schon insgesamt eingetütet die Übernahme von Mediasat. Sky? Ja, oder von Sky. Nee, da haben sie doch das haben sie doch jetzt dementiert, habe ich gelesen irgendwo. Ja, aber vielleicht, wer weiß. Ich meine, damals haben die schon gesagt, ja, Brit kommt nicht zurück. Und was haben sie dann auch gesagt? Ja, TV Total kommt nicht zurück. Also, Herrn Rosemann musst du tatsächlich festnageln auf das genaue Startdatum, sonst sagt er immer irgendwie, ich mache hier den Flynn-Kliman-Move. Achso, den Wende halt. Genau, den Wender halt. Irgendwie so, was? Naja, wenn ich nicht gesagt habe, dass die Masken nicht aus Bangladesch kommen, dann können sie ja überall herkommen. Wo er recht hat, hat er recht. Nur er hat halt sozusagen, ist, wie nennt man das so schön? Ja, betrogen ist so ein böses Wort, aber ja, aber es stimmt schon irgendwie. Den Wendehals gespielt. Ja, genau. Ja, apropos, wenn wir schon bei ProSieben sind, was sagst du eigentlich, dass Zerwakis und Optenhövel inzwischen ja so klein gestampft wurde, dass das ganze Format auch nur noch 35 Minuten an Sendezeit so wirklich hat? Man könnte auch denken, dass es einfach eine lange Dauerwerbesendung ist, oder? Von ProSieben. Ja, und wenn es gab sogar wirklich Folgen, wo ich mir gedacht habe, ja, da ist irgendwie, das ist ein TAF-Beitrag zur WOG-WM. Ich frage mich sozusagen, wie viel, wie gesagt, ich habe es einmal oder zweimal gesehen, auch wirklich sozusagen. Ich habe aber ehrlich gesagt so drüber weggeschaut und dachte mir sozusagen, wie viele Themen haben die eigentlich bearbeitet? Also es kam so gefühlt. Zwei, drei, aber wie gesagt, in 30 Minuten ist das ja schon dann schon relativ, oder 35 Minuten netto ist das schon relativ viel. Ja, also ich habe nur gehört, dass es in Schlaflabors eingesetzt wird, damit sie die Patienten überwachen können. Zoll. Genau, dass sie Ja. dann irgendwie, ja, legen sie sich hin, brauchen sie eine Schlaflabor? Nö, nö, ich guck mir. Man muss ja auch mal Ja, sagen, aber also ich habe mir tatsächlich auch viele Ausgaben angeguckt, weil das ja wirklich so ein Prestige-Projekt von ProSieben war. Und ich bin da du hast dir tatsächlich 2 Stunden angeguckt. Du hast dir immer mal komplett. wieder, ja. Ich habe öfters mal mehrere Stunden angeguckt von Zerwakis und Optenhövel. Ich hab, glaube ich, als eine der meisten aus der Branche dieses Ding angeguckt und ich weiß, dass es nicht gut ist. Und wenn du dann noch irgendwie so hörst, den Arbeitseifer der beiden Moderatoren, wo man dann irgendwie so hört, ja, Frau Zerwakis, die von der Tagesschau extra kam, die wird dann Dienstag eingeflogen und Donnerstag fliegt sie wieder heim. Dann weißt du natürlich auch, dass die redaktionelle Mitarbeit ja sowas von fantastisch ist. Und das merkt man auch an den Interviewfragen, wo du dir jedes Mal vorne dran, also du sitzt da vorne dran und denkst dir, ja, gut, das hätte man fragen können. Man könnte auch irgendwas fragen, was sinnvoll ist. Glaubst du, die hat sie selber geschrieben, die Fragen, oder kriegt sie die auf Kärtchen und liest sie nur ab? Ich weiß nur, wie es bei ihrem vorigen Job war. Ich glaube, da Nein, hat sie einen keine Ahnung. Prompter gehabt. Ja, hat sie gehabt, aber ich weiß es halt Passt auch nicht. das ins Budget von Zoll jetzt, sozusagen ein Prompter? Ja, Sozusagen. jetzt muss man ja nicht mehr die Zuschauer bewirten. Die hätten wir auch heimlich rausgeschmissen. Und also was man da alles für einen Schmand gemacht hat, so von wegen auch so Energiekrise in Deutschland. Kann man denn auf einem Elektrofahrrad so viel Energie erzeugen, dass man autark leben kann? Die Antwort ist natürlich für jeden, der da einigermaßen überleben kann, nein. Man hätte jetzt auch, das wäre auch so eine Frage für Britt gewesen. Ja, also ich habe tatsächlich auch mal Leute rechnen lassen, Praktikanten, aber auch wirklich Leute von der Uni, von Mathematik und so, habe ich auch mal gesagt, ey,
mal so eine Aufgabe für euch, weil ich habe da sogar ein paar Verbindungen zu dem einen oder anderen, der sich da auskennt und hat gesagt, hey, rechnet mit mir doch mal auf, wie viel Strom bringt es, wenn wir alle Gefängnisinsassen jeden Tag 8 Stunden lang in so einem Elektrofahrrad fahren lassen? Bringt das was für uns in Deutschland? Und? Bringt ganz wenig. Da kann der Söder auch ein Windrad aufstellen. Da kann er ein Das Windrad macht aufstellen, genau. das bringt das Gleiche. Aber Das ist tatsächlich so. wir schauen ja mal, ob er nächstes Jahr dann sozusagen ist, wenn die Grünen dann wahrscheinlich wieder Überhand gewinnen, ob er dann sagt, okay, ich müsste jetzt mal mit den Grünen zusammenkommen. Ich Oder? glaube. Im Moment ist er nicht, oder? Er hat auch die Grünen abgelehnt, oder? Er ist nicht mit den Grünen zusammengegangen. Genau, mit Erst den mit dem. Freien Wählern. Also mit dem von Genau. wegen, na, Hubert Aiwanger, der doch schon mal gesagt hat, irgendwie, dass jede Frau doch mit einem Messer irgendwie in der Handtasche rumlaufen sollte. Wo du auch immer denkst, halt mal lieber Herr Gesangsverein, was der schon alles für Sprüche rausgehauen hat. Und zwar nüchtern. Naja, gut. Herr Merz hat jetzt auch nicht schlechtere Sprüche rausgehauen, ne? Zumindest sagt er nicht, dass Frauen mit Messern in der Dings rumlaufen sollen. Nee, ist die Frage auch. Ich weiß jetzt nicht, einfach in München vielleicht, ja, aber irgendwo in Bayern auf dem Land, warum soll eine Frau dann ein Messer einpacken? Ja, weil man weiß ja immer nicht, ja. Das ist halt immer so das Ding. Da gibt's auch kilometerweit nichts, oder doch? Also, Entschuldigung. Ja, da gibt es relativ wenig. Wir hatten ja dann noch im ersten Halbjahr die Screen Force Days und da wurde so einiges aufgezeigt, nur keine Lösungswege. Wie entsetzt warst du denn eigentlich, dass da zum Beispiel die ProSieben Sat.1 Sender ja eigentlich halt nichts über Join erzählt haben? Ja, wie gesagt, Join ist jetzt für mich auch so ein Ding, irgendwie, ich bin immer überrascht, ich habe es ein, zwei Mal angeguckt und bin immer überrascht, wie unwirklich es ist sozusagen. Es ist ja nicht wirklich so, es ist auch nicht wirklich präsent, finde ich immer. Und ich finde, wie gesagt, für mich ist Join so gar nicht so greifbar, irgendwie so. Es ist so gar nicht, es ist so gar, RTL Plus ist ja quasi überall präsent und Join ist so ein bisschen unter ferner liefen. Das will immer so unterm Radar runter. Das Einzige, wo ich es mal gemacht habe, als ich keinen Fernseher hatte, dass ich darüber Fernseh geguckt habe. Die ProSieben-Sender. Aber nicht wirklich andere Sachen gemacht habe. Ja, aber auch generell muss man ja sagen, selbst wenn es so ein, zwei Highlights bei ProSiebenSat.1 gibt, wie die Joko und Klaas-Shows, Ja, dann denkt okay. man sich auch, ja, dann gehe ich auf YouTube, dann sehe ich auch irgendwie die besten Clips. Ja, und dieses schöne Format Love is King, was ja zuerst bei Join lief, und aber nachdem ich dann bei ProSieben eine Folge gesehen habe, habe ich mich gefragt, warum steckt man jetzt Leute, die sonst bei RTL Reality Shows sind, in Kostüme von vor 300 Jahren? 200? Naja, kann ich dir sagen, weil Bridgerton total erfolgreich lief und dann hat man in den USA gesagt, wir probieren sowas aus. Bei NBC ist diese Show total gefloppt, aber ProSieben hat sich gedacht, ach nee, wir leben in Europa. Und letztes Jahr lief vielleicht auch noch Sissi ganz gut bei RTL. Jetzt setzen wir darauf und hat halt nicht daran gedacht, dass man vielleicht auch was, ja, dass man vielleicht auch vornehmende Leute da einladen sollte zum Casting, ist halt vielleicht ein bisschen besser, wenn der ein oder andere über Hochkultur reden kann, als wenn der irgendwie dann wieder sowas kommt wie, ey, lass uns saufen gehen oder so. Besonders, weil man ja da auch in dem Format eigentlich kultiviert saufen gehen kann, muss, weil es gibt ja nur Wein, oder? Oder was Würde ich gab es denken, da? aber da hat aber auch keiner mal angefangen, irgendwie ja, irgendwas zu zitieren. Gedichte, Schiller oder sonst irgendwas. Also das war ja alles ziemlich banal. Ja, banal. Und findest du oft, dass man Formate anzieht, dass sie einfach nur schlecht sind? Ich glaube, man sieht Formaten an, wenn die Leute hinter den Kulissen wirklich Bock drauf haben.
Also wenn sie Bock drauf haben und wenn sie da hinter dem Format stehen, die Leute, die mitmachen oder die hinter den Kulissen das drehen oder auch mitmachen, wenn die da, wenn ich glaube, dann funktioniert es. Glaube ich wirklich. Ja, durchaus. Und aber sozusagen ist aber ist halt die Frage, wie gesagt, ja gut, wenn man macht das, wie gesagt, wenn irgendwelche Kameraleute das 10. Mal irgendein Reality-Format drehen, dann kennen sie die Leute ja alle schon. Das ist wahr, ob die vielleicht auch gegenseitig immer Nummern austauschen oder sich dann irgendwie so sagen, ey, du bist ja auch wieder da. Wir sehen uns beim nächsten Format. Hast du da, bist du dabei? Nee, leider nicht. Ah, schade. Aber beim übernächsten? Ja, da schon. Okay, dann lass uns mal zwischendrin essen gehen. Wohin? Ja, in die RDL-Kantine. Ja, wie gesagt. Das ist ja. RTL Plus spielt ja das ganze Jahr mit, oder nicht? Also RTL Plus spielt, wie gesagt, das ganze Jahr mit und da laufen ständig solche Reality-Shows, die Spaß machen und deswegen sollte man RTL Plus da nie ja, so wirklich so schlecht reden, weil die auch vieles richtig machen und steigende Abonnentenzahlen haben. Du hast mal gesagt, dass aber du findest, dass die Zahlen so ein bisschen gefaked sind, weil auch zum Beispiel, ich glaube, deine Mutter oder so? Ja, meine Schwiegermutter hat auch hat ein Magenta Entertainment, ja, so eine Box und weiß gar nicht, wie man es einschaltet. Oder sie müsste den PIN sich holen und den PIN gibt's gar nicht. Also ich glaube, von den 3,4 waren es, glaube ich, zum Schluss jetzt. Würde ich jetzt mal gern wissen, wie viele Karteileichen. Na klar, die zahlen zwar alle dafür, aber sie gucken es halt nicht. Beste Zuschauer, die beschweren sich schon mal nicht. Ja, da hast du recht sozusagen. Aber man muss ja nicht, auch die Ware an den Mann bringen. Ich weiß nicht, wer das mal erzählt hat irgendwie. Da haben die dann, ist irgendwie die Mutter verstorben oder irgendwie so ein Verwandter verstorben und die haben sich um den Nachlass gekümmert. Und dann haben die halt einfach geschrieben, Friedhof da und da. Grabstein, Reihe 11, Reihe Dings da. Und weil natürlich auch der Postbote, der weiß halt auch nicht, ja, er darf es halt einfach nicht wegschmeißen. Dann hat er das halt einfach in dem Amt hinterlegt und das Amt hat halt gesagt, ja, was machen wir damit? Legen wir es halt mal auf den Grabstein drauf. Wird schon einer sich drum kümmern. Also auch die GEZ-Gebühren. Ja, ich bin ja auch... Ich sag dir eins, also es gibt ja nichts Dämlicheres als die Anmeldung oder die Abmeldung bei der GEZ. Kann man das? Die Abmeldung ist sehr schwierig. Mein Vater versucht das seit wann hat er kein Haus mehr? Seit einem halben Jahr. Aber man kann auch gar nicht sie abmelden. Man hat auch, wenn man eine Wohnung oder einen festen Wohnsitz hat, also es sei denn, man ist irgendwo, gut, man hat ein paar Kartons unter einer Brücke, dann hätte man zwar auch einen festen Wohnsitz, aber also nicht für die GEZ quasi, glaube ich. Ja, aber also mein Vater probiert zurzeit den Weiß zu machen, dass er in seinem Wohnmobil wohnt. Das größer ist als manche Wohnung. Ja, okay, aber gut, da hat er ja aber theoretisch, hat er da, ich glaube für Autoradios muss er ja auch zahlen, oder? Ja, aber er will das System irgendwie unterwandern und dann sage ich immer, Vater, ganz ehrlich, zahl den Scheiß einfach. Wir reden da immer für über Summen, uns. Wo man sich. Ja, ja, man redet für immer das für gute was. Fernsehen. Ja, es wird halt irgendwie, wenn der Benzin in Frankreich da wieder irgendwie, wenn die da nur 35 Liter tanken dürfen, der Diesel kostet 2,10 Euro. Man fragt, okay, dann tanken wir halt nur für 35 Liter, okay. Vielleicht fahren wir mal heute ein bisschen weniger, aber okay. Aber sich wegen 17,50 in Deutschland aufzuregen, wegen GEZ, was er eh guckt. Also dann geht's nur ums System. Einfach mal dieses System auszuprobieren. Er guckt dann schwarz. Ja. Das ist... ist aber ja eigentlich dann schon auch ein Gehen, habe ich mal gehört. Ja, das wird er doch eh irgendwann nachbezahlen. Früher oder später kriegen sie ihn, ne? Natürlich, damit kriegt jeder. Aber das Lustige ist ja auch, bei sowas wie GEZ, als ich mich damals angemeldet habe,
habe ich das online gemacht. Und dann kam ein Brief und dann haben die mich irgendwann, kam nochmal ein Brief und dann habe ich angerufen, warum wird es denn nicht einfach ab? Also es wurde mal abgebucht. Aber das Ding war, dann haben sie mir geschrieben, ja, sie können das auch abmahnen lassen und etc. Und sonst irgendwann habe ich angerufen, habe ich gemeint, was ist denn ihr Scheißproblem? Und dann haben gesagt, ja, sie haben mir einen Brief geschrieben, ich müsste das noch unterschreiben. Und dann habe ich den damals schon, ich glaube, das ist eh schon ewig her, ich habe den damals einfach zurückgesagt, hey Leute, ganz ehrlich, wenn ich auf telekom.de gehe, einen neuen Vertrag abschließe, dann schreibt mir die Telekom keinen Brief von wegen, bitte unterschreiben Sie noch, dass die Daten auch stimmen. Die wollen einfach nur die Kohle haben. Wir wollen einfach nur die Kohle und fertig. Ja, die GEZ ist da anders. Die Oder auch will man. da. Ich hatte früher mal eine Brille und damals war ich noch minderjährig und da hat mein Vater eben dieses Brillenabonnement bei einem Optiker bezahlt. Für irgendwie 12 € im Monat. Und damals war es halt noch üblich, dass er halt einfach den hingeschrieben hat, ja, mein Sohn, der ist jetzt alt genug, der kann das jetzt selber bezahlen, hier ist die Kontonummer. Einfach abgebucht. Wahnsinn. Aber es ist nicht der Große mit F gewesen. Nee. Weil wir tatsächlich aus Würzburg auch einen haben. Aber auch mit A? Nein. Doch. Also, okay, gut. Der andere Große. Ja, du Wir dürfen ja kannst ruhig keine die Namen Schleichwerbung sagen. machen. Doch, vielleicht. Ich finde, vielleicht sollten die Unternehmen endlich mal bei uns was bezahlen für die Schleichwerbung. Also Fielmann oder Apollo Optik, oder? Sind die Aberle. zwei Großen. Die kenne ich nicht. Achso, ich dachte Gut. Apollo. Nee, leider nicht. Ja, ich würde sagen. Mist. Wir haben schon den ersten Weihnachtsrückblick hier abgefeiert. Jetzt gibt es eine dramaturgische Pause und dann sind wir nächste Woche mit dem zweiten Teil zurück. Dann schon mal schöne Weihnachten. Schöne Oder Weihnachten. Silvester, egal. Kommt drauf an, wann wir das Ja, wie ausstrahlen. gesagt. Ja, oder Frohe Ostern. Zwischenfeiertage. Oder was dann doch immer.